Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar Pokémon Platin Edition. Ja. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Yes, ich Let's Play Pokémon Platin, genau. Die vierte Generation von Pokémon. Ist das nicht wundertoll? Hier habe ich einen Pokéball. Aha. Schön für dich. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Ein Haspirohr. Wir Menschen leben mit Pokémon ein... Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon in Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Are you a boy or a girl? A boy. Du bist also ein Junge. Yep. Verrätst du mir auch deinen Namen? Yep. Mein Name ist nicht H. Ich schreibe in Großschrift. Nein, ich schreibe normal. H-A-I-O. Du bist also Haio. Yep. Sehr schön. Du bist also Haio. Ja, ich glaube, das ist ein Freund. Wie er wohl heißt. Ihn nenne ich. Ja, wie nenne ich den Rivalen? Ich nenne ihn. Den Rivalen nenne ich. Wie soll ich den Rivalen nennen? Ich weiß es nicht. Leute, hilf mir mal. Wie soll ich den Rivalen nennen? Rivalen. Ich nenne ihn... Pearl. So. Pearl. So, nun Haio, deine Zeit ist gekommen. Du wirst auf Angriff auf deine Reise versuchen, sich in Pokémon zu treffen und auf dem Weg durch die Welt bis wir interessante Dinge erleben. Auch du bist auch unter mir, mit dir selbst, wenn du mich nicht mehr gelungen hast, dann wird der Pokémon bald. Ja. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diese Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Und damit wenden wir unsere Sondersitzung, fragt Professor Eibe in ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Yes. Okay. Options. Text, Tempo, Animation, Austausch. So. L gleich A, brauche ich nicht. Rahmen. Das ist ein schöner Rahmen, warte. Der hier. Schließen, Gewitter-Einstellung übernehmen. Yep. Und wir machen das erste Speichern in dem Spiel. Oh mein Gott. Speichere eine Menge Daten. Ich könnte kotzen vor Langeweile. Es kann sein, dass ich manchmal Frame-Drops bekomme, aber das ist normal. Also da dürft ihr euch nicht wundern, später im Let's Play, wenn ich Frame-Drops ab und zu bekomme. Ja, endlich. So. Oh mein Gott, das ist Pearl. Oder Perl. Bla 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 bla. Persil. Okay, er ist zwar Perl, aber ich nenne ihn Persil. Es ist witziger. Oh nein. Mutter Haio, Perl ist weg. Ich weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Er ist so eine kleine Schwuchtel. Haio, geh nicht ins hohe Gras. Pokémon könnte ich angreifen. Bla bla bla. Es juckt mich nicht im geringsten. Hinterlassen wir eigentlich Fußspuren? Yeah, Fußspuren. Voll epische Scheiße und so, wisst ihr. Bums.
Ich gehe zu Professor Eibe und du kommst mit. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Er hat was vergessen. Mhm. Er hat was vergessen. Das ist schön. Der will mir Pokédollar-Strafe geben? Was für ein Arschloch. Und ein kurzer Schnitt. So, weiter geht's. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem, es macht nichts, dass wir keinen Pokémon haben. Vertraue mir einfach. Hör zu, du weißt, dass wir Pokémon dich angreifen, wenn du das hohe Gras läufst, nicht wahr? Du musst also nur schick genug Effekt, bla bla bla. Wartet! Ihr beide besitzt auch gar kein Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Sie wollen ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Hm, was tun, was tun? Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher, sicher lieben wir Pokémon. Professor, ich frage euch nochmal, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte, das kann man uns noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass sie Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Hayo? Ja, klar. Hallo Lucia. Ja, danke, dass ich zuerst wählen darf. Nicht Celeste. Auch nicht Plinfa. Ich achte nämlich auf das Aussehen der Pokémon. Und nicht auf ihre Werte. Und ich hatte damals eine sehr schwere Entscheidung zwischen Panflam und Plinfa. Aber ich habe mich letztendlich doch für Panflam entschieden. Und naja, ich achte eigentlich nur mit Pokémon auf Aussehen. Ich achte nie auf ihre Werte eigentlich. Eigentlich. Hiyo, nun besitzen wir beide Pokémon. Da gibt es noch eins für dich. Du bist bereit? Ja, ich wollte sowas schon immer sagen können. Es ist Zeit, die Zeit ist eigentlich rein. Hiyo, ich wollte richtig zu einem Kampf raus. Oh my fucking God, 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 God. Hallo Plinfa. Hallo Panflam. Der Panflam setzte mal Kratzer ein. Ich habe die Animation extra ausgestellt, damit wir damit wir schneller durch das Geschehen kommen. Das wird ein bisschen knapp. Aber ich glaube, ich werde den ersten Kampf verlieren, wenn ich keinen Volltreffer lande. Wenn ich keinen Volltreffer lande. Ah, schade, wir haben verloren. Egal. Hahaha, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Diesen Kampf hätte auch anders ausgehen können. Das war knapp. Ja, das war knapp. Aber ich verliere den ersten Kampf meistens gegen den Rival. Ich sag ja meistens. Nicht immer.
Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen, das hast du alles erlebt. Du und Perl können von Glück reden, dass ihr auf Professor Eil getroffen seid. Ich möchte dir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wird. Wer weiß, wozu wilde Pokémon in der Lage sind. Ayo, ich denke, du solltest Professor Eil einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sotgemma, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon stehst, kannst du... Oh, ich habe hier noch was. Ja, das Item, was jeder Pokémon-Fan liebt. Oh Gott, ey. Ein Hoch auf die dritte Generation, dass sie dort hinzugekommen sind. Zwei Blattdorf, la la la, la 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 la. Oh, Perl. Du bist langsam, hi, ich bin in Nummer 3 Seite. Ich besuche Professor und werde mich bei ihm bedanken. Er ist ein blinder Gegner. Ne? Okay, dann ziehen wir los. La 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 la. Was geht hier vor? Oh. Der Fluss der Zeit, der sich dehnt in den Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefe. Lass mich durch zur Seite, ihr Hurenböcke. Was sollte das denn? Was für ein komischer Kerl? Nun gut, Herr, schnappen wir uns diese legendäre Pokémon. Warte mal. Was? Wir haben überhaupt nichts dabei. Wir können es gar nicht einfangen. Ja. Sicher. Du Penner. Und? Warte, wo ist es? Hä? Hier war ein verstecktes Item mal. Mein, ich wäre hier ein verstecktes Item gewesen. Hier war mal ein verstecktes Item. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich bin mir zu 100% sicher, dass hier ein verstecktes Item war. Egal. Also Leute, ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part von Pokémon Platin weiter. Bis dahin sage ich euch erstmal nach dem Speichern. Tschüss! Und sorry, wenn der Ingame-Sound zu laut war. Aber trotzdem. Tschüss!